So, das letzte Video mit der schlechten Qualität der Kommentarspur. Denkt einfach weiterhin, ich würde durch ein altes Radio mit euch reden, dann klappt das schon. Tschaußen! Selbe Übertragung. Sind beide mit etwas in der Himmelsfahrt verbunden? Sehen wir uns das an. Wow, was war das denn für ein Blitz? Das war Granate vom Gegner. Kennst du Star Wars? Hotren? Nee, also ich kenn's, aber ich hab's noch nie gespielt. Nein, generell Star Wars Podrennen, also was Ach so. Star Wars Episode 1, die Podrennen auf Tatooine. Yeah. Das hier ist cool. Aber es gab ja auch mal ein Spiel, ah, wo man stimmt, nur diese Rennen machte. Ja. Oh, die Zeros sind so langsam. Ja. Und zwar mit Boost. Ja, es gibt schnellere. Wow. Ab in die Dunkelzone. Das Tor geht auf. Sie kommen raus. Sterben. Da ist noch einer. Da war noch einer. Warte hier mit euren Granaten. Das war meine Ulti, das war keine Granate. Ach so. Du hast deshalb bin ich so auch, nach vorne gestürmt. Ich hau auf den Boden und mach damit eine Blitzwelle nach außen. Du bist Thor. Ich bin Thor. Ich kriege später meinen Hammer, aber der ist dann, der steht in Flammen, der Hammer. Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Wow. Das sind Nahkämpfer, diese Pisser. Und unsichtbar auch noch. Oh, warte, ich komm. Hey, mir kümmert sich um die Nahkämpfer, ich hab nicht überlebt. Danke. Ja, vor allem für ein Fusionsgewehr, ne? Während die direkt vor mir stehen. Es lädt erstmal auf, lädt auf, schießt. Einer tot. Der nächste trischt auf mich ein. Wer hat ihn jetzt bitte schon gerade, Ich hab 55 EXP bekommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekillt habe. Gar nicht. Der Fusionsschuss hat ihn gerade erledigt. Meiner. Wird sich. Noch können wir es nicht zerstören. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt sind wir in einer kleinen Arena drin. Oh. Ja, hier kommen jetzt sehr viele Gegner, das will ich. Magst du Arena? Da hinter mir. So. Er hat was mitgebracht. Oh, ich hab den Captain. Captain, oh Captain. Dann töten wir ihn. Boah, portet er sich von einer Granate. Einschluss! Wow, hier ist aber was los. Alter! Du! Ja. Heilige! So, zwischendurch hochgelevelt. Wow, und das Ding so eine schwarze Kugel am Laufen. Ja, sehr gut, der Kugel, das ist noch eine kleine. Siehst du? Kann ich mit der Faust wegmachen. Boah, Alter. Ja, deswegen übertreibe ich. Oh. Echo hat Probleme. Zwei Leute, ein Gedanke. Danke, Leute. So, hier ist der letzte. Normally. Warte, lass mich mit der Granate. Das ist doch offenbar. Sorry, meine Faust war schneller. Ich habe alles rausgezogen, was ich stehlen konnte. Wir sollten dieses Ding zerstören. Zerstören? Ich habe zerstören gehört. Viel haben sie nicht bekommen, wegen der Fireball. Ich glaube, wir sind jetzt alle Level 5. Russisch. Ja, positiv. Die Legenden stimmen. Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt.
Rasputin. Eine KI zur Verteidigung der Erde. KI? Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt. Und er schützt etwas hier im Kosmodrom. Wir müssen irgendwie an ihn rankommen. Ach, Rasputin, das waren mal Zeiten. Selbst wir wissen noch nicht, was der wirklich plant, ne? Das stimmt. Auch wenn wir ihn, Rasputin, schon gesehen haben und beschützt haben vor der Schar, wissen wir wirklich noch nicht, was wirklich jetzt mit Rasputin los ist. Granatenkills 1. Assists 18. Hä? Ja, das ist, wenn du anhittest und irgendwer anders killt. Okay. Also Helmi ist dann normalerweise der, der die Kills. Von seiner Dame mit seinem Granatwerfer wahrscheinlich 40 Kills. Nee, es war nicht nur der Raketenwerfer. Es war auch die ein oder andere Ulti und sonstiger Spaß. Meine Ulti ist eine Sniper, verdammt. Eine Pistole. Nein, eine Pistole. Nee? Eine Pistole. Ah, die macht abnormal geilen Damage. Macht mehr Schaden als meine Ulti. Pulsgewehr, was will ich denn damit? Schwedewaffe. Was ist denn das? Spezialwaffe. Prediger Typ 22. Fusionsgewehr. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch Turm. Jetzt kann ich mir meine Schrotflinte kaufen. Das Fusionsgewehr ist sozusagen eine Schrotflinte. Nein, Fusionsgewehr, du drückst, dann lädt sich das erstmal auf und feuert dann ab. Das ist das, was der Helmi die ganze Zeit genutzt hat gerade. Okay. Es ist im Endeffekt ein, die Kugeln werden aufgeladen und dann mit einem Schwall aus dem Gewehr rausgehauen. Eben Energie, die man rauswirft, so gesehen. Energiegewehr. Einmal zum Turm, bitte. So. Ja, sorry, ich wollte mich gerade... No, es ist alles kein Thema. Thema. Start! In 3, 2, 5! Ich hab's genau gewusst. Du hast 5 gesagt, da musst du dich auf den Kreis drücken. Und das musst es ja wahr machen. Das Lustige ist, ich hab auch auf Kreis gedrückt. Läuft. Wir haben gute Reaktionen, ne? Wir haben beide bei 0 gedrückt. Wahnsinn. Na, schwarzer Bildschirm? Ja. Glück gehabt. Filmszene! Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten.
In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher, klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Und wie weise diese Entscheidung? Ich glaube, der Sprecher hat mich gerade beleidigt. 100 pro. Also normal. Ja, aber genau deshalb zeigen wir dem jetzt, was wir drauf haben. Und zerlegen einfach alles und jeden. Erstmal muss ich noch kurz Upgrades anschauen. Ich bin immer noch der fucking Meinung, dass der Typ böse ist. Dass das über der Böse überhaupt ist. Okay, Oryx ist natürlich eine andere Geschichte, aber der Typ ist ja einfach nur... Ich weiß, was du meinst, dass der alle manipuliert. Eigentlich ist der Reisende, glaube ich, der Böse, der... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob es der Reisende ist, weil der Reisende ist ja momentan stumm. Ja. Der kann ja nichts dafür, was der Sprecher uns erzählt. Das stimmt. Goldene Kanone, rufe eine flammende Pistole herbei, die Feinde durch Solarlicht erst zersetzt. Verknüpft mit L1 und R1. Soll ich das holen? Ja, das ist deine Ulti. Das ist deine Ulti im Endeffekt. Ach so. Wenn du etwas freischaltest, alles was, Moment. Die oberste Reihe blau markiert immer. Ist. Alles was blau markiert ist, ist aktiviert. Das kannst du immer nutzen. Okay. Grunde genommen, außer den Granaten, die oberste Reihe, die ersten, die längsten drei Reihen. Da gilt das oberste immer. Und das, was da drunter ist, da kannst du dann auswählen. So ist richtig. Seid ihr auf der Erde? Nee, wir sind beide. Wir sind mit dir im Orbit. Okay, dann ist es irgendein anderer Freund, der gerade da angezeigt wird. Ozean der Stürme. Du hast Freunde? Hello! Ja! Euch beide! Du Penner! Genau, Freunde! Dann am besten einmal kurz zum Turm. Turm? Ja. Kann ich mir eine Sekundäre kaufen? Und der Ladebildschirm lädt. Ich würde sagen, noch eine Mission und dann machen wir Schluss. Okay. Nur kurz zum Turm und dann Schluss. Ach so. Ach so. Ja, ist auch gut. Ansonsten wird es für mich ein bisschen zu spät. Ja, für mich eben auch. Da ist nach Hause gekommen. Naja, aber du musst nicht morgen früh um... Alter. Das ist ein ordentlicher Job, der ist ordentlich. Der ist wirklich ordentlich. Ich habe einen Scheißjob. Aber der Scheißjob auch nicht. Ja, okay, aber. Ungünstig gewählte. Arbeitszeiten. So, hier vorne bei Xander, da kannst du dir im Endeffekt auch noch Beutezüge holen, um noch schneller irgendwie Level zu farmen. Neue Suche. Schließe einen Beutezug. Einen Beutezug ab, der von Xander9940 aus dem Turm vergeben wurde.
Soll ich das jetzt annehmen? Das kannst du annehmen. Dann gibt es jetzt auf jeden Fall zwei verschiedene Fraktionen. Einmal den Schmelztiegelbeutelzug und einmal den Vorhutbeutelzug. Mhm. Der Schmelztiegel ist für PvP, das ist für dich erstmal uninteressant. Für dich, für den PvE-Bereich, also Story-Mission und so weiter, ist auf jeden Fall der Vorhutbeutelzug wichtig. Die also blauen. Alles, was da unten blau ist. Mhm. Bei den ersten Venusaufklärungen kannst du erstmal drin lassen. Bringt nicht allzu viel, weil wir kommen noch nicht auf die Venus. Ja, du kannst ihn trotzdem mitnehmen, weil wir haben so viele Slots mittlerweile, den kann man groß mitnehmen. Also, okay, muss ich jetzt einfach Beutezüge jeden annehmen? Jeden Tag kannst du da, glaube ich, neue Beutezüge abholen. Besiege 10 Kabal Mages oder Ultras. Besiege 10 Char Mages oder Ultras. Erziele 30 präzise Kills, also Kopfschüsse. Erlange 10.000 EP ohne zu sterben. Erziele 20 Granatenkills. Sammle Ressourcenknoten, öffne Truhen und eliminiere Feinde im Kosmodrom. Was soll ich jetzt annehmen? Alles. Kannst alles Blaues. Du kannst bis zu 16 Beutezüge annehmen. Ach so. Das hat sich mittlerweile auch schon gesteigert. Vorher waren es nur 10. Danke dir. Nee, wirklich? Davor waren es 5. Also okay, ganz zu Anfang waren es 5. Ach, verkaufen. Dann wollen wir mal. Lass dir bis zum nächsten Mal nicht so viel Zeit. Verkauft? Er hat nur Schrotflinten ab Level 6. Ich kann immer noch keine sekundäre nutzen. Oh. Er hat nur Pistole und Handfeuerwaffen. Dann lass mal unten. Wie kann ich was verkaufen? Du musst einfach nur in Optionen gehen, also komplett aus den Menüs raus, in die Optionen gehen, also in deinen Charakterbogen, die Waffe anschauen und wenn du eine Waffe hast, die du gerne verkaufen möchtest, beziehungsweise zerstören, einfach Viereck auf den Gegenstand. Okay. Du musst nicht Details oder so, sondern einfach nur mit dem Cursor drauf und Viereck drücken. Und wenn ich sie dann nachher zerlege, bekomme ich was geldmäßig zurück oder wird sie einfach zerstört? Minimal bekommst du Glimmer und je nachdem was für eine Stufe, also ab grün, bekommst du bei Rüstung zum Beispiel Rüstungsteile, mit denen du später stärkere Rüstungen aufleveln kannst. Okay. Oder bei Waffen sind das dann Waffenteile. Ja. Apropos, ich muss stehe auf einem Dann ich wieder. Jo. Ah, neun Sparrow holen, ne? Nee. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Wir müssen auf jeden Fall gleich neu in die Vorhut. Die Vorhut sind unten diese drei Kommandanten, oder was? Genau. Yep. Komme. Ich bin da. Komm gleich. Gut. Ich spreche schon mal mit ihm, okay? Oder okay. Muss ich auf euch warten? Ganz so wie es gibt das sowieso. Kannst du machen, wie sie wollen. Ah, eine Nachteule. Genau wie ich. Ah, du lebst noch. Ich bin nicht überrascht. Ich bin erleichtert. Wenn Jäger in der Wildnis fallen, fallen sie alleine. Du verlässt den Turm. Ist vielleicht das letzte Mal, dass wir uns sehen, Alter. Ich bin zu müde zum Lesen. Lass das nicht zu, hörst du? Komm lebendig zurück oder eben so nah dran wie möglich. Sieht aus, als ob das eine so sollen wir Story auch mal vorlesen, was die zu... Nee. Solide Arbeit. Okay. Ach krass, wenn man Sachen aufgibt, dann kann man die bei dem Typen da vorne, beziehungsweise bei dem Symbol hier,
nochmal neu angucken. Ja, kann man. Nice. Okay. Bring ein paar Geschichten mit, Hüter. Lass uns dir helfen, Hüter. Cool. Nein! Ich dachte, ich konnte mir alles auswählen. Nein. Scheibe. Nicht schlimm, du kriegst so oder so immer weiter neues Equip. Ja, wobei das, was der jetzt hatte, wenn ich das... Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Warte, ich muss... Ich hab so einen Brustpanzer gehabt, Schuhe und Namen noch was. Ja, ich will mal gerade gucken, was du momentan an... Wir stehen hinter dir. Ja gut. Brustpanzer ist das Einzige, was du austauschen könntest. Also ich weiß nicht, was du geholt hast. Aber der Rest ist... Helm. Ja, passiert. Der Rest war jetzt relativ identisch, da hast du nichts Großes verpasst. Okay. Muss ich eins nach dem anderen immer auswählen oder kann ich die schon, also die Fähigkeiten meine ich jetzt, schon einen grünen Kreis haben, auch die auswählen? Der grüne Kreis muss voll sein. Ja, und wenn der voll ist, kann ich die auswählen oder muss ich eins nach dem anderen? Nee, kannst du die auswählen. Es ist generell, wird deine Fähigkeit immer weiter hochgeskillt. Umso länger du mit dieser Fähigkeit rumläufst, umso weiter geht, umso weiter kommst du mit dieser Fähigkeit generell. Okay. Dein Solar wird im Endeffekt immer weiter aufgeladen, bis es irgendwann auf Maximum ist. Irgendwann hast du alles voll, alle Kreise voll. Und hast im Endeffekt das Maximum vom Maximum und kannst im Endeffekt richtig, bist ein richtig harter Ficker, sagen wir mal so. Alles klar. Die Ausdrücke im Web, ich glaub's. Darf man das überhaupt? Auf. Du solltest mal hören, was es für wirklich harte Ausdrücke gibt. Das war eher ironisch gemeint. Also, vor allem im Stream. Kann ich helfen? Gestern? Vorgestern? Ja. Ja, Floyds Aussage dann auch, ne? Beleidigen ist ja überhaupt kein Problem, ne? Man darf nur nicht wirklich braun werden. Rechts werden. Ja, meine ich damit. Perfekt. Also braune Sprüche gehen gar nicht. Boah, Level 8 muss ich sein. Wie beschissen. Ja, wir sind ja gerade bei Level 6. Ey, Ran, du kannst auf jeden Fall jetzt deine Schrotflinte holen. Hab ich. Hab ich auch schon ausgerüstet. Ich hab jetzt auch eine Sekunde. Ich hab jetzt irgendwie noch einen neuen Schnitt bekommen. Was ist denn das? Ein neuer Schnitt? Ja. Von der Warlock-Tante da. Kann sein. Ich weiß jetzt selber gerade nicht, was du da meinst. Vielleicht ein Beutezug im Endeffekt, dass du deine Klasse im Endeffekt weiter skillen kannst. Okay. Nee, von der kriegst du den Auftrag. Moment, ich muss wissen, welcher das war. Toter Orbit hier. Ach, die Reaktivierung der Satellitenanlage. Ach, okay. Das Ding kriegst du von ihr. Dann, wenn du mal auf Start drückst und mal einmal leer L1 drückst, dann siehst du auf jeden Fall alle deine Beutezüge. Alle deine Missionen momentan. Ach so, da ist dieser. Ach, Schritt, nicht Schnitt. Okay. Ja gut. Haben wir sonst noch was zu erledigen? Offenweise Missionen haben wir jetzt offen. Ja. Aber dazu später. Genau. Da wir ja gemütlich hier so sitzen, würde ich sagen, das war's für diese Aufnahmesession. Es war mir eine Freude. Uns auch. Mann, geh weg, Alter. Er setzt sich einfach. Ah, perfekt, ja, geil. Ist auch gut.
Leute, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben bei jeder Folge. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonniert Helmi, abonniert mich. Ja, bis zur nächsten Aufnahmesession, bis die Tage. Ein wunderschönen Abend noch, Tag oder was auch immer. Wann immer ihr das auch schaut. Tschaußen. Tschüss.